Montagmorgen nach der San Diego Comic-Con 2022, während meine Kollegen von der Space Crew natürlich schon fleißig am Ackern sind, dachten Herr Myers, Herr Lebowski und ich, wir nehmen uns mal ganz kurz Zeit und machen ein kleines Roundup zur SDCC 2022, denn es gab natürlich wahnsinnig viele Eindrücke. Aber bevor wir damit starten, machen wir die versprochene Auslosung zu unserem Gewinnspiel des dritten Streams. Und gestern, ihr erinnert euch vielleicht, es gab eine Michael Myers 1:4 Scale Statue von Mecha, Figur von Mecha zu gewinnen. Ich los einmal aus. Trommelwirbel. Gewonnen hat, also diese Mecha 1:4 Michael Myers Figur hat gewonnen. Tobias Best, oder wie man es vielleicht aussprechen würde bei uns, Tobias Best. Liebes Best-Figuren-Team, der erste Halloween-Film erschien 1978, korrekt, und Komponist war der Meister persönlich, John Carpenter, auch korrekt. Danke für den coolen Stream, viele Grüße, Tobias, also Tobias. Tobias, danke fürs Mitmachen, die Antworten waren beide richtig, ich tacke das gleich mal hier ran. Michael Myers geht an dich raus, wir connecten uns einfach per E-Mail oder wie auch immer, damit wir deine Adresse bekommen. Glückwunsch und danke auch an alle anderen, die mitgemacht haben. Und André, du hast nicht gewonnen. Jetzt kommen wir zum Fazit, zur SDCC. Es war natürlich grundlegend mega geil, dass die Convention nach 2 Jahren Pause wegen der Pandemie wieder physisch stattfinden konnte. Uns liegen jetzt noch keine Zahlen, Besucherzahlen vor oder sowas, aber es war natürlich ordentlich was los, auch wenn die Leute sich ein bisschen mit den Masken und so durchquälen mussten. War vermutlich sehr anstrengend, aber es war richtig cool, dass endlich wieder SDCC war. Mattel hat richtig Gas gegeben, fast schon mehr Gas, als wir es erwartet hätten, muss man ganz ehrlich sagen. Die haben richtig auf die Kacke gehauen, vor allem mit ihren Wrestling und natürlich mit ihren Masters of the Universe Lineups. Was da alles auf uns zukommen wird, liebe Moto-Fans und Sammler vor allem, ich glaube, das wird richtig, richtig krass. Iron Studios hat auch sehr geil performt, vor allem die hatten ja auch eine Premiere, die hatten zum ersten Mal einen eigenen Stand, fanden wir richtig cool, genauso wie Caustic Plastic mit Infinite. NECA hat sich natürlich auch nicht lumpen lassen mit den Turtles, mit den Universal Monsters, mit den Dungeons and Dragons, mit den Dinos, die sie ganz neu revealed haben, E.T., Ultimates und so weiter. Da gab es einige tolle Sachen zu sehen. Andere Brands, muss man ganz ehrlich sagen, wie zum Beispiel Hot Toys und Sideshow, haben eigentlich de facto nicht wirklich was ganz Neues, keine ganz neue Katze aus dem Sack gelassen. Die hatten ja im Vorfeld schon einiges revealed. Fanden wir, die haben fast schon ihr ganzes Pulver irgendwie verschossen. Also dieser ganz krasse Aha-Effekt am Stand von Sideshow zum Beispiel, der blieb so ein bisschen aus, was aber nicht bedeutet, dass es keine neuen oder keine geilen neuen Ankündigungen gab. Wie gesagt, die wurden halt online im Vorfeld schon so ein bisschen gezeigt. Der klassische World Premiere Reveal Faktor fehlte uns da so ein bisschen. Gefailed, muss man wirklich sagen, fanden wir, hat Kotobukiya, da waren wir so richtig enttäuscht, die haben irgendwie gar nichts Neues gezeigt, fanden wir. Das war so, was ist denn bei euch los? Naja, grundlegend war das, wie gesagt, so ein bisschen ernüchternd zum Teil, weil manche ihr Pulver im Vorfeld verschossen hatten. Vielleicht gab es dafür berechtigte Gründe, vielleicht hatten die irgendwie auch Schiss, dass die Con kurzfristig doch platzen würde wegen der Pandemie. Ähnlich ging es vielleicht, könnten wir uns vorstellen, den Leuten von Weta Workshop aus Neuseeland, die sind ja auch nicht gerade um die Ecke, die waren gar nicht auf der SDCC, was sehr untypisch ist. Also ich meine, dass Weta mindestens die letzten 10, nämlich 15 Jahre kontinuierlich präsent war mit einem eigenen Stand. Die haben parallel zur SDCC jetzt ihr eigenes Online-Event gemacht, Collectibles Unleashed. Da haben sie ein paar neue Sachen gezeigt, wie zum Beispiel zwei neue Figures of Phantom PVC-Statuen, Gimli und Saruman, eine neue Gandalf the White-Statue, einige neue Mini-Epics, findet ihr alles bei uns in Kürze im Shop gelistet. Und natürlich das absolute Highlight war die nächste Lord of the Rings Masters Collection-Statue, The Dead Marshes, unfassbar aufwendig gemacht. Die müsst ihr euch unbedingt angucken. Am Samstag gab es dann natürlich noch einige Panels, beziehungsweise das ganze Wochenende gab es einige Panels, aber am Samstag war das mit Riesenspannung erwartete Marvel-Panel mit Kevin Feige, der da natürlich durchgeführt hat. Es gab viele Trailer zu sehen, Highlight war natürlich der erste Teaser zu Black Panther, also zum zweiten Teil Wakanda Forever. Und es wurden die Phasen 5 und 6 des MCU
strukturiert und gezeigt und erklärt, geteasert, mit einigen neuen Titeln und aber auch einigen Titeln zu Filmen bzw. Serien, die man vermutet hat und die jetzt eben bestätigt wurden. Da kommen wahrscheinlich eine ganze Menge Figuren, vor allem von Hot Toys, auf uns zu. Macht also am besten schon mal Platz in euren Videos. Es gab natürlich noch weitere Trailer von anderen Studios, allen voran natürlich auch DC mit einem neuen Trailer zu Black Adam, einem Trailer zum zweiten Teil von Shazam, fanden wir auch echt beide sehr, sehr cool. Fantasy wurde sehr groß geschrieben diesmal auf der SDCC, was Neuvorstellungen angeht. Da war zum Beispiel noch ein exklusiver oder weiterer Trailer zur Herr der Ringe Serie, die auf Prime Video jetzt Anfang September startet. Nochmal ein Trailer zu House of the Dragon, HBO. Und ein erster Trailer zu Dungeons & Dragons, der uns auch richtig gut gefallen hat. Also da sind wir gespannt, wenn der Kino startet. Wie schon gesagt, es gab noch so viele andere Panels zu Film, zu fast jedem Film und zu fast jeder Serie, was auf uns zukommen wird in den nächsten Monaten bzw. im nächsten Jahr. Da haben wir bestimmt noch Futter für die nächsten Wochen, um das alles durchzuschauen und uns da einen genauen Überblick zu verschaffen. Wir wollten an der Stelle jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen und ein ganz großes Dankeschön rausgeben an so Leute wie Pixel Dan oder auch die Jungs von Toy Arc. Die machen so einen geilen Job, die sind vor Ort und versorgen die ganze Welt mit Booth-Tour-Videos, mit Bildern von den ganzen Ständen, von den Panels, mit brandheißen Infos. Natürlich aus der Ferne ist es immer nicht so einfach und ein Trip nach San Diego ist auch nicht so einfach. Deswegen a big thanks to you guys, awesome job. Und natürlich auch an alle Aussteller, wie zum Beispiel Sideshow, Hot Toys, Prime One, Asmus, 3Zero, Storm Collectibles, Twitter Head, NECA, Metzko, Mattel, Hasbro und so viele mehr. And a very, very special thanks goes out to the nice folks over at Iron Studios and of course to Fabio Varese from Caustic Plastic for the booth tours. Guys, that was really fun. Wir bedanken uns so arg. We thank you so much für die exklusiven booth tours. Es hat richtig geil Spaß gemacht. Zum Schluss würde ich sagen, kommen wir jetzt aber noch zur alles entscheidenden Frage. Was war denn euer Highlight, also euer Collectible Highlight von der diesjährigen San Diego Comic Con? Was hat euch am meisten geflasht? Auf welches Collectible freut ihr euch am meisten, das exklusiv gezeigt wurde auf der Con? Während ihr das jetzt gerne in die Kommentare ballern dürft, weil uns das wirklich interessiert, würde ich sagen, ich nehme mal die Kamera aus dem Stativ und ziehe mal durch die Büros und frage mal meine Kollegen aus der Space Crew nach und nach, was denn deren persönliches Highlight war. Walter White, was fanden Sie am geilsten? Der kann nicht sprechen. Aber unser Tobi kann mit Sicherheit was sagen, weil er kann nämlich schon sprechen. Tobi, was war dein Highlight der diesjährigen SDCC? Okay, als Moto-Fan ist man natürlich da sehr verwöhnt worden, finde ich. Es gab viele Highlights, gerade das Eternian Playset ist richtig mega geworden. Oh ja, fett. Aber für mich ist es ein bisschen zu groß, kein Platz dafür. Daher ist mein Highlight, würde ich sagen, Frankie Reborn von Sideshow. Da gehe ich der Comedy, das war auf jeden Fall was sehr Geiles. Danke, Tobi. Und wir freuen uns schon, wenn die Frankie im Shop gelistet werden kann, ne? Jawohl. Dann gucken wir mal weiter. Mick! Hallo! Was war dein Highlight? Ah, ich sehe schon, du bist immer noch am Panels und so weiter sichten. Ja, ich bin gerade beim Marvel-Panel. Okay, was war dein persönliches Collectible-Highlight der diesjährigen SDCC? Ja, da muss ich nicht lange überlegen. Ganz klar Caustic Plastic und der Nosferatu, also sprich Graf Orlok. Die 1:6 Figur von Caustic Plastic, die zum 100-jährigen Jubiläum kommt. Zum 100-jährigen Jubiläum halt dieses grandiosen Monofilms, ganz genau. Sehr geil. Fortuna, was war dein Highlight der diesjährigen SDCC? Kann auch noch nicht so wirklich sprechen, aber wir haben hier nochmal jemand. Juli, was war dein Highlight der diesjährigen SDCC? Mein absolutes Highlight waren die Statuen von Iron Studios, Zauberer von Ost. Sehr cool, ja, ein absolutes Klassiker-Thema, muss man sagen. Hat uns auch sehr gefreut, dass Iron Studios da auch mal was Neues, Altes aufgreift, sozusagen. Ne? Okay, wir gucken weiter. Unten im Space-Lager, hier ist ein bisschen laut wegen dem Klebeband. Sabine, was war dein Highlight von der diesjährigen SDCC?
Ja, gerade Fall Bon Scott und Angus Young, AC/DC von Neckar. Geht immer. Genau, geht immer. Es sind absolute Kultfiguren der Musikbranche sozusagen. Finden wir auch geil, dass Neckar auch die Musikantenstadel nicht vernachlässigt. Jetzt gucken wir mal zu Andrea. Die sperrt sich immer ein und hat die Klimaanlage an. Guten Morgen, Andrea. Was war deine Highlight zu diesjährigen SDCC? Auf jeden Fall die Fonzie-Statue. Die außer mir natürlich keiner kennt. Happy Days? Ja, Happy Days. Die mit diesem wunderschönen, hoffentlich leuchtenden und dann ja geil, wenn die auch noch Musik machen, wie die Jukebox, oder? Ja. Wird sie, glaube ich. Ich glaube, es wird eine funktionierende Jukebox, so MP3-Player-mäßig. Die kannst du dann gerne mal vormachen als Geburtstagsgeschenk, ne? Ah, verstehe. Okay, also Happy Days. Happy Days kannte von uns niemand, aber Andrea Kenz war eine Sitcom aus den 80ern und da macht Caustic Plastic und Infinite eine Statue dazu. Jetzt gucken wir noch zum Tobias. Zum Tobias gucken wir jetzt noch. Tobias! Überraschung. Hallo. Was war dein persönliches Highlight von der diesjährigen SDCC? Ja, ganz klar die Dinos von Neckar. Nicht die Mama. Ja, stimmt, das war noch mal so ein Überraschungsreveal, das hatten sie erst abgedeckt und das war dann echt noch so ein fetter Knaller, oder? Ja, also die müssen auf jeden Fall in meine Wohnung. Sehr cool. Und bei dir? Bei mir, ja, ich hatte natürlich auch ein Highlight. Logisch. Mein persönliches Highlight war, warte mal, ich gehe mal in den Selfie-Modus. So, mein persönliches Highlight war tatsächlich auch von Iron Studios die He-Man. Die He-Man 1:10 Art Scale Statue. In der Deluxe-Version sozusagen mit dem austauschbaren Torso in den zwei Haltungen und so. Das fand ich sehr geil. Deluxe-Version dann mit dem Castle Grayskull Stand oder mit dem Diorama. Stand, kann man sagen, ne? Auch eine gute Wahl, ja. Ja, fand ich richtig fett, muss ich sagen. Geiler Job von allen Studios und natürlich auch ein Highlight der Linie mit Sicherheit. Okay, ich würde sagen, Tobias, wir arbeiten weiter. Ja, mehr oder weniger. Vielen Dank nochmal an alle fürs Zuschauen, dass ihr mitgemacht habt, auch für die Kommentare in den Kommentaren. Und wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr. San Diego Comic Con.